Grundsätzlich geht es darum, dass man mit der Eigenbluttherapie bestehende Therapiemodalitäten verbessern kann. Wirklich aus der Sicht von der patientenorientierten Faktoren wie Wundheilung, Schmerzen, Beschwerden. Dann aber auch Outcomes, die wir messen, also sprich klinisch relevante Parameter, die unter Umständen verbessert werden können. Dann geht es darum, dass das Handling von gewissen Applikationen, sprich Knochenersatzmaterialien beispielsweise, können verbessert werden. Also es gibt ganz viele mögliche Einsatzgebiete. Primär ist es in der chirurgischen Therapie interessant, auf dem Niveau Weichgewebe oder auf dem Niveau Knochen. Aber es gibt auch immer mehr Evidenz, dass es eben auch gerade in den Paaren zum Beispiel in der nicht chirurgischen Phase kann eingesetzt werden und einen Benefit sein kann. Und das versuchen wir natürlich auch zu nutzen. Was macht denn das Eigenblut, wenn man das in der Paro einsetzt? Also zuerst einmal ist es eine ganz einfache, simple Angelegenheit. Also das Investment ist ein bisschen Material und eine Zentrifuge. Dann aber das zeitliche Investment, das überschätzt eben viel. Das ist ein paar wenige Minuten mehr pro Behandlung. Es ist 100% autolog. Also das heisst, es gibt eigentlich sehr wenig bis keine merklichen Risiken bei der ganzen Sache. Und der Nutzen hingegen ist eben, je nach Gebiet, moderat bis relativ gross. Und vor allem ist es etwas, wo bei uns eigentlich in 9 von 10 Chirurgien eingesetzt wird und wo eben die Wundheilung beschleunigt, wo auf verschiedenen Kanälen auch weichgewebig oder auf Hartgewebe bezogen einen positiven Einfluss haben können. Mit dem da gerade vor der Behandlung eigenes Blut abgenommen. Wie funktioniert das genau? Genau, das ist eigentlich der erste Schritt einmal vor der Behandlung. Das ist auch sogar in der Vorschriften so definiert, dass man nur am gleichen Termin und wirklich im gleichen Raum am gleichen Patienten logischerweise das muss entnehmen. Und die Blutentnahme ist eine Sache von wirklich ein paar Sekunden. In der Regel wird das da antekubital am Unterarm entnommen, von einer Vene, schnell punktiert. Da wird kein Zugang geleitet in der Regel, sondern es wird kurz punktiert. Und da werden je nachdem 10 bis 40, 50 oder 60 Milliliter Blut abgenommen. Also jeweils 10 Milliliter Röhrchen und die werden dann sofort aufbereitet. Je nach System geht das 8 oder 10 Minuten, bis die 12 Minuten maximal, bis die Präparate da sind. Und die kann man dann auch relativ zeitnah einsetzen. Ich sage immer gerne, es ist nicht ein Wundermittel oder es ist nicht das, was jetzt alles andere wird ablösen wird. Im Gegenteil, es ist ein zusätzliches Instrument, es ist eigentlich ein Additivum, das wir für unsere chirurgische oder nicht chirurgische Therapie brauchen können und wo je nachdem eben doch auch uns oder vor allem den Patienten ausleben während oder nach der Behandlung vereinfacht und je nachdem auch den Outcome oder das Resultat von einer Behandlung verbessern kann.